Hallo, wir sind heute hier zu Gast bei Heinz Josef Schäffer. Es sieht nicht wirklich aus wie eine Landwirtschaft, aber es ist auch eine Landwirtschaft. Und ich bin heute wirklich gespannt zu erfahren, wie Heinz Josef Schäffer seinen Milchviehbetrieb managt. Ich bin Bauer. In Wirklichkeit bin ich Unternehmer mit bäuerlichem Hintergrund. Ja, ich bin 57 Jahre alt, immer noch mit derselben Frau verheiratet, 4 Töchter, die keine Landwirtschaft weitermachen. Also wir bewirtschaften so 240 Hektar, intensiver Ackerbau, Zuckerrüben, Kartoffeln, Raps, Grassamenvermehrung, Weizen. Also eine 5-6 felderige Fruchtfolge, eine ganz gute gehende Direktvermarktung. Der Laden läuft über meine Frau. Wie alles, was mit Geld zu tun hat, über meine Frau läuft. Also der Hofmarkt und so ist gewerblich. Ich liefere nur zu. Und ja, in dem Kuhstall, wo wir jetzt gerade sitzen, wo die Geräusche herkommen, das ist mein Hobby nebenbei. Also ich versuche im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten, das intensivst aus meinem Kuhstall rauszuholen. Und mittlerweile, denke ich, sind wir auch von der Genetik her so gut aufgestellt, dass wir ganz gut oben mitspielen können. Ich hatte erhebliche gesundheitliche Probleme in den letzten 7 Jahren, also Herzinfarkt, Hinterwandinfarkt, Schlaganfall, etliche Herzstillstände. Unser Herdenmanager, den ich nach dem Schlaganfall angestellt hatte, ist durch einen Betriebsunfall ausgeschieden. Und dann gab es nur noch die Frage, entweder Kühe weg oder irgendeine Melklösung finden. Und dann sind wir auf einen Roboter gekommen, weil wir hier mit baulichen Maßnahmen nichts mehr durchkriegen würden aufgrund der nahen Nachbarschaft. Haben wir dann innerhalb von 2 Wochen die Entscheidung gefällt und sind zum Melkroboter gekommen und haben uns dann für Lely entschieden, aufgrund der Nähe auch des Service. Sie sehen das ja selber hier in Altgebäuden, was an Leistungen möglich ist. Und da bin ich auch ziemlich stolz drauf. Ohne dass wir großartige Umbauten gemacht haben, sondern es ist so geblieben wie früher. Zellgehalt haben wir uns mittlerweile auf ein gutes Niveau eingependelt. Was wichtig ist für mich, das ist die Anzahl an Informationen, die ich durch das automatische Melksystem gekriegt habe. Ja. Machen wir das jetzt vor 3 Wochen oder 4 Wochen, hatten wir übers Wochenende ein Problem. Da kam einer vor, der kam selbst am Wochenende und hat das Ding wieder geregelt. Ja, ja, wir haben den Discovery, muss ich sagen, der uns die meiste körperliche Arbeit abnimmt, weil er doch den Spaltenboden sauber hält. Wir haben trotzdem noch Mortolaro-Fälle im Stall, aber es würde, glaube ich, explodieren, wenn wir Klaus, so heißt er bei uns, der Discovery, diesen Job nicht machen würde. Und es ist von der Effizienz her und von der körperlichen Entlastung die wichtigste Maschine. Was macht? Also wenn ich wüsste, wie es mit dem Betrieb weitergeht, wenn ich die Nachfolge geregelt hätte und die Leute, die ich ins Auge gefasst habe, die das machen sollen, wenn die das gut führen, weil mich schon interessiert, wie dieser Betrieb weiterläuft. Also was man selber aufgebaut hat, möchte ich nicht unbedingt klein machen. Ich weiß nicht, ob ich ein Leben ohne Kühe führen kann, aber ich werde nicht dann mal auf dem Betrieb wohnen. Ich möchte, dass wir noch in der Art und Weise, wie wir jetzt zusammenleben. Mein Vater wird jetzt 90, meine Kinder, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, sehr gutes Familienleben. Das passt. Ja, und mit meinen Mitarbeitern, dass das Verhältnis weiterhin so geht, bin ich zufrieden.